Denn wenn das Ganze hier vorbei ist, wird das Ganze nicht vorbei sein. Hallo meine lieben Leute, wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich bin heute mal mit einer ganz anderen Sache hier in diesem Video. Und zwar wisst ihr ja, dass ich eher weniger bzw. gar nicht an bewilligte Demos gehe, sondern ich gehe grundsätzlich an unbewilligte Demos. Dennoch möchte ich gerne heute mal zu euch sprechen und so nutzen, dass ich das in Form eines Videos mache. Und habe da folgendes vorbereitet. Ich habe mir eine Rede geschrieben, die ich euch heute gerne vortragen möchte. Ich bitte euch zu beachten, dass ich ab und zu aus der Kamera rausschauen muss, weil ich etwa ein paar Hilfswörter lesen muss, damit ich euch das genau rüberbringen kann. Genau, das Ganze hat eigentlich angefangen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht so über die letzte vergangene Zeit. Und habe gedacht, ich müsste eigentlich einfach mal auch das loswerden, was mich berührt, was mich die letzten Tage einfach wirklich so gepackt hat. Und ja, lost es euch an. Ich hoffe, ihr könnt damit was mitnehmen. Ich hoffe, dass ihr das beherzigt und vielleicht mal drüber nachdenkt und euch mal Gedanken darüber macht. Das Ganze hat eigentlich angefangen mit einem Post in Facebook, den ich gemacht habe. Und zwar mit dem Kontext, ich würde es viel cooler finden, wenn auf diesen ganzen bewilligten Demos, wenn schon auf den bewilligten Demos Redner sind, dass das Leute sind, die aus privaten Geschichten erzählen. Private Geschichten im Sinne von, was habe ich erlebt, was ist vorgefallen, wie bin ich damit umgegangen, Erlebnisse und Erfahrungen. Wieso ich das präzise besser finde als ein Redner, der vielleicht auf anderen Kundgebungen und Demos schon bereits gesprochen hat oder wir andauernd diese Videos sehen auf Facebook mit dem Kontext eben Epidemiegesetz, was natürlich ziemlich wichtig ist. Ich hoffe, ihr habt alle Nein gestimmt natürlich. Es werden momentan im Facebook merklich nur noch Sachen gepostet, worüber sich die Leute eigentlich aufregen. Und zwar ist eigentlich der meiste Kontext, wo ich gemerkt habe, auf diesen ganzen Demos und Kundgebungen, sowie auch auf dem Facebook, meistens geht es um Zahlen, Kurven, Artikel, Schlagzeilen, die Medien rausbringen oder auch das BAG rausbringt, wo wir eigentlich sozusagen, wenn wir ehrlich zu uns sind, eigentlich nichts damit anfangen können, außer sie natürlich zur Kenntnis zu nehmen und uns wieder drüber aufzuregen, weil wir natürlich der Meinung sind, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht oder nicht richtig dargestellt worden ist. Was macht das eigentlich das Ganze mit uns? Wie ich gerade vorher schon sagte, wir regen uns drüber auf. Und in der Zeit, wo wir uns aufregen, wir machen einen Post, jemand kommentiert das. Viele regen sich dann wieder drüber auf, die reposten das Ganze oder teilen es. Dann wird auf dem sein Profil sich auch drüber aufgeregt. Alles Energie und Zeit, die wir dafür investieren, uns über etwas aufzuregen, was wir schlussendlich im Moment, wenn wir es posten und schlussendlich in dem Moment, wo die meisten Medien das rausbringen oder der Bundesrat oder der BAG, können wir es nicht ändern, wir können es nicht verändern in dem Moment. Das Einzige, was wir wirklich können, ist eben so Abstimmungen machen, worüber ich auch einen ganz anderen, meine andere Meinung habe über so Abstimmungen, ob das wirklich so abläuft, wie das sein sollte, lasse ich mal so dahingestellt sein. Aber um was es mir eigentlich geht, und zwar geht es mir um euch. Mir geht es aus dem Grund um euch, weil es mich interessiert, wie es euch geht, was ihr erlebt habt, was ist in letzter Zeit euch zugestoßen. Konntet ihr machen? Wie seid ihr mit den Situationen umgegangen? Wieso mich das viel mehr interessieren würde, wenn ich an bewilligte Demos gehen würde? Aus dem einen Grund, ich kann mich mit dem identifizieren. Denn wir sind ja eigentlich sozusagen auf einer gleichen Ebene. Entweder sind wir auf der persönlichen gleichen Ebene, menschliche gleiche Ebene oder seelische gleiche Ebene. Je nachdem, wo man sich einkategorisiert oder wenn man sagt, ich bin Person und Mensch oder ich bin
Seele, der in einem Mensch wohnt, der seine Person verwaltet oder was auch immer. Kommt nicht darauf an. Was mich wirklich interessiert, ist einfach das, was euch passiert ist, was ihr erlebt habt und was euer Fazit draus ist. Aus dem Grund, ich kann mich viel leichter mit dir identifizieren, weil ich kann dir gegenüberstehen. Ich kann dir zuhören und ich kann etwa aus meiner zwischenmenschlichen Sicht das nachvollziehen, was du erlebt hast. Was bringt mir das, wenn du mir etwas erzählst? Ich kann daraus herauskristallisieren, erstens, positive Sache, denn ich habe dich kennengelernt. Zweite positive Sache ist, ich habe einen Nährwert, das heißt deine Erfahrung, meine Sicht auf deine Erfahrung und auf deine Geschichte und dein Erlebnis. Dann, was du gemacht hast, was hat es mit dir gemacht, bringt mir viel mehr Nährwert. Und ich kann etwas verändern. Und zwar kann ich mich verändern, ich kann mein Denken, mein Handeln und auch positiv mich da oben verändern. Denn ich habe etwas dazugelernt. Das ist auch ein Nährwert, den ich weitertragen kann. Wenn wir vergleichen, Zahlen, Kurven, Artikel aus den Massenmedien, was auch immer, was können wir mit dem Anfang außer posten? Schreibt es mal in die Kommentare, es würde mich wirklich spannend interessieren, was ihr meint, wenn ihr mal das Ganze vergleichen müsstet. Was könnt ihr mit den Zahlen anfangen? Was könnt ihr mit den Kurven anfangen? Was könnt ihr mit den Artikeln anfangen? Wenn ihr den Aspekt im Augenschein habt, dass die meisten euch eh nicht zuhören und eh nicht belehrbar sind, und ihr die trotzdem postet, finde ich eine gute Sache. Respekt an euch. Aber was könnt ihr damit anstellen? Positiv gesehen auf dein Wohlbefinden. Ich denke auch hier, die meisten an dieser Stelle werden sagen, relativ wenig. Denn es regt mich meistens auf. Ich könnte erbrechen oder was auch immer. Aber einen richtigen Nährwert ziehen wir aus dem Ganzen nicht. Nein, wir bestätigen uns sogar noch. Wir bestätigen uns, wie wir vorgeführt werden. Wir bestätigen uns, wie der Staat, die Regierung mit uns umgeht. Wir bestätigen uns, dass wir Recht hatten. Wir bestätigen uns so vieles. Aber wir können es dennoch nicht ändern. In dem Moment, wo es passiert. Denn wir leben, wenn wir genau ehrlich sind, wir leben hier und jetzt. Was gestern war, ist schon passiert. Was morgen kommt, das wissen wir noch nicht, kennen wir noch nicht. Wir wissen nicht einmal, was in 5 Minuten passiert. Und wenn ihr einmal ehrlich zu euch selber seid und wirklich gut überlegt, was bringt mir mehr? Dazu kann ich einfach wirklich nur sagen, private Geschichten bringen einen riesengroßen Nährwert für uns. Wir können uns ändern. Wir können uns mit dem Ganzen identifizieren. Wir können daraus lernen. Fragt euch doch einmal, wenn ich euch etwas von Zahlen und Kurven erzählen würde. Was könntet ihr alles damit anstellen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ich Ihnen diese Tag und täglich, Stunde um Stunde, immer wieder vorhalte, Zahlen, Kurven, Massenmedienartikel. Und sie diese noch zusätzlich auf ihre persönlichen Facebook-Profilseite oder Facebook-Gruppen immer wieder sehen. Zahlen, Kurven, dies, das, pipapo. Wäre es nicht viel interessanter zu wissen, was dein Nachbar gerade macht? Was er erlebt hat, wie er damit umgegangen ist? Wenn ich Ihnen jetzt anstatt Kurven aufzeigen würde, Ihnen Zahlen nennen würde oder einen Zeitungsartikel, Ihnen das zeigen würde,
oder sie die Wahl hätten, ich ihnen erzählen würde, dass meine Tochter keine Maske tragen muss, dass meine Tochter sich nicht testen lassen muss und auch nicht in Quarantäne muss. Für welche Geschichte würden sie sich mehr entscheiden? Was würde sie persönlich mehr interessieren? Die Zeitungsartikel, die ihnen nur versichern, dass sie recht haben? Oder lieber das, was ihnen der Nachbar erzählt oder was ich ihnen erzählen kann? Würden Sie sich nicht fragen, wenn ich Ihnen genau diese Geschichte, genau in dieser Reihenfolge erzählen würde, würden Sie sich nicht fragen, wie hat er das gemacht? Wie ist er dazu gekommen, dass die Schule das akzeptiert? Oder würden Sie eher hin und her schwelgen und sagen, nein, mich interessiert eher der Zeitungsartikel, wo drin steht, 10-Jährige dürfen selber entscheiden, ob sie sich testen oder impfen lassen wollen? Zahlen und Kurven sind nichts Besseres als, wie habe ich in der Schule gelernt von meinem Lehrer, wenn in der Zeitung stehen würde, Hund beißt Briefträger, würden Sie diesen Artikel lesen? Ich glaube relativ schnell, dass Massenmedien und Zeitungen relativ schnell nicht mehr gekauft werden würden oder nicht mehr konsumiert werden würden, wenn man dieses genau zur Schau stellt, wenn jede Schlagzeile so Mainstream wäre. So Mainstream, so nach dem Motto eben, Hund beißt Briefträger, Kuh gibt Milch, Taube fliegen über die Dächer. Würden Sie diese Zeitung kaufen, seien Sie einmal ehrlich. Seien Sie ehrlich zu sich selber, würden Sie diese Zeitung kaufen. Und vergleichen Sie einmal, welche Zeitung würden Sie eher kaufen? Die, wo drinnen steht, Hund beißt Briefträger, oder die, wo drinnen steht, Briefträger beißt Hund? Vergleichen Sie einmal. Überlegen Sie sich einmal, welche Zeitung Sie mehr kaufen würden. Die Frage ist, wenn Sie sich, egal für welche Zeitung von diesen beiden entscheiden würden, was könnten Sie ändern in dem Moment? Eine Sache. Sie können sich entscheiden für eine von den beiden Zeitungen. Aber schlussendlich haben Sie nur eine Story, die Sie vielleicht auf sich gar nicht anwenden können, die Sie momentan in dieser Lage nicht benutzen können. Wenn ich Ihnen hingegen aber dafür die Chance geben könnte, Ihnen zu erzählen, wie es zwei Häuser weiter ein älterer Mann, etwa 55, wie er es geschafft hat, in die Ferien zu kommen, ohne sich testen zu lassen und eine Impfung zu haben und die Rückreise genauso, ohne dieses Klimperbim. Ohne dieses Testen, ohne Maske. Er ist auch ohne Maske in den Flugzeug eingestiegen. Keiner hat ihn etwas gefragt. Wenn Sie vergleichen müssten, welche Geschichte würden Sie lieber hören? Die von den Kurven oder die von dem 55-jährigen Mann? Welche Geschichte würde Sie selber interessieren? Danach meines Erachtens, was die Politiker machen, nach meinem Verständnis, nach meiner Verfolgung, nach meiner Auffassung, nach meiner Meinung, nach meines Erachtens, wie gesagt, handeln Politiker nicht aus dem Grund, weil sie wollen, dass es dem Volk gut geht. Oder es ihnen schlecht geht. Nein, das Ganze hat einen ganz anderen Hintergrund. Wieso gibt es Abstimmungen? Abstimmungen gibt es aus dem Grund, damit der Bundesrat oder beziehungsweise die Regierung einfach weiß, wo ungefähr die meisten Leute stehen, auf welcher Seite. Und aus einem einzigen Grund, die machen das aber ganz, ganz schlau. Wenn sie mich eine Abstimmung machen und sehen, 50 haben Nein gesagt und 100 haben Ja gesagt, wird sich die Regierung nach den 100 Menschen richten und wird nach ihrer Schnauze reden. Nach dem, was ihnen gefällt,
Und aus einem einzigen Grund. Damit sie wiedergewählt werden. Und damit sie uns dann auf diese Wiederwahl wiederhin zeigen können, was sie mit uns machen dürfen. Ob es legal ist oder illegal, sei mal dahingestellt. Die Frage, was ist illegal und was ist legal? Können wir das unterscheiden? Können wir die Wahrheit, ist Wahrheit gleich Wahrnehmung oder ist Wahrnehmung gleich Wahrheit? Die meisten von uns, ja, sind frustriert, geärgert, wütend, fühlen sich eingeschränkt. Dennoch haben manche noch ziemlich viel Angst. Aus dem Grund auf Repressalien. Was ich einerseits völlig verstehe, aber andererseits nicht nachvollziehen kann. Aus dem Grund, immer wieder sehe ich auch Leute mit der Bundesverfassung in der Hand. Sie schwören auf die Bundesverfassung. Sie schwören auf die Bundesverfassung. An dieser Stelle möchte ich Sie fragen, als diese Situation gekommen ist, welcher Artikel der Bundesverfassung haben Sie alle gelesen? Welche Artikel haben für Sie Priorität gespielt? Haben Sie denn alle 197 Artikel der Bundesverfassung gelesen? Haben Sie alle 197 Artikel gelesen? Gut. Dann können Sie mir sicher auch unter dem Video in den Kommentaren erklären, Artikel 163 der Bundesverfassung, Artikel 175 der Bundesverfassung, Artikel 189 Absatz 4 der Bundesverfassung, Artikel 185 Absatz 3 der Bundesverfassung und Artikel 163 Absatz 2 der Bundesverfassung. Lesen Sie sich mal die Artikel durch. Doch was für mich wichtig ist, wenn ich wählen könnte zwischen einer Zeitung und ihrer Geschichte, zwischen einer Demo, die bewilligt ist mit Rednern, oder zu ihnen zu kommen, mich mit ihnen zu treffen, um ihre Geschichte zu hören, dann würde ich zu ihnen kommen. Es bringt Nährwert. Es bringt Verbindung, man kann Ideen austauschen, Erfahrungen austauschen, Erlebnisse und Handlungen. Liebe Leute, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten aus diesem Video etwas mitnehmen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, das könnt ihr unter dem Video machen. Ihr dürft auch in den Kommentaren eure Meinung zu dem Video natürlich hinterlassen, das ist alles gar kein Problem. Freut mich. Pro, Contra, alles kein Problem. Ich bin auf eine friedliche Diskussion aus, kein Streit. Liebe Leute, schaut auf euch, schaut auf eure Familie, schaut auf eure Liebenden, schaut auf eure Nachbarn. Egal ob mit Maske oder ohne Maske. Die Zeit ist zu kurz, um sich zu streiten. Denn wenn das Ganze hier vorbei ist, ich wird das Ganze nicht vorbei sein. Aus dem Grund, wir haben uns gespalten. Gespalten im Sinne, das, was wir vorwerfen den anderen, Spaltung zu betreiben, tätigen wir selber. Denn wir wenden uns ab. Wir differenzieren genauso. Die Leute sind mit Maske, die spinnen. Die Leute sind mit Maske, die sind nicht wach. Das ist das, was ich meine. Gehen Sie hin. Fragen Sie nach seiner Geschichte. Bleiben Sie respektvoll. Hören Sie zu.
Seien Sie menschlich. Fühlen Sie sich ein. Wir hören uns. Ich wünsche noch einen schönen Tag.